Hallo Deutschland. Xaver tobt. Seit Stunden fegt der Sturm über die Nordseeküste. Böen von bis zu 160 km/h. Eine unvorstellbare Wucht. Wir schauen jetzt als allererstes mal nach Cuxhaven. Dort steht unser Reporter schon seit Stunden. Ich grüße Sie. Es ist bei Ihnen noch relativ ruhig. Wir haben schon Bilder aus Dagebüll gesehen. Da geht es schon richtig zur Sache. Bei Ihnen ist es noch relativ ruhig. Beschreiben Sie bitte die Lage. Sie stehen da direkt am Hafen, wie wir sehen. Die größte Sorge dort in Cuxhaven ist ja, glaube ich, das Hochwasser. Ne? Also der Sturm, wie Sie sagen, noch nicht ganz so stark. Also Alarmbereitschaft. Wir schauen auch gleich noch mal ein bisschen weiter nördlich. Da geht es nämlich schon richtig rund mit dem Sturm. Aber zunächst mal einen Blick auf den Rest Deutschlands. Der ganze Rest Deutschlands ist nämlich gewappnet. Ist bei Ihnen, liebe Zuschauer, vielleicht auch schon stürmisch? Also lieber schön zu Hause bleiben. Wie sich das Land auf den Sturm und seine Auswirkungen vorbereitet, Vera Dallmann mit einem Überblick. Puh, Wahnsinn. Ja, also auf Sylt sehen wir, ist die Lage extrem. Wer da sein Haus verlässt, der begibt sich in Lebensgefahr, heißt es. Wir haben eine Sylter Hotelbesitzerin ausfindig gemacht und mit ihr telefoniert. Kurz vor der Sendung haben wir dieses Gespräch aufgezeichnet. Man weiß ja nie, wie lange die Leitungen noch stehen. Und ich habe sie dann einfach mal gebeten, uns zu beschreiben, wie die aktuelle Lage ist bei ihr in Westerland. Ja, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Also Sylt haben wir gesehen, abgeschnitten vom Rest der Welt, aber auch etwas südlicher in Hamburg bereits Ausnahmezustand. Schiffsverkehr eingestellt, Flüge gecancelt, Weihnachtsmärkte bleiben geschlossen. Kaum jemand ist noch auf der Straße unterwegs. Der HSV hat sogar sein Training vorgezogen heute, damit die Spieler nicht am Nachmittag auf den Platz müssen. Petra Meyer aus Hamburg. Ja, und in Hamburg steht jetzt unsere Reporterin Christina Hansen. Christina, es wird langsam Abend. Worauf bereitet sich Hamburg vor? Christina Hansen, jetzt schnell weg mit Ihnen da, dass Sie keine nassen Füße bekommen. Jetzt, wie versprochen, schalten wir, liebe Zuschauer, direkt an die Nordsee in Dagebüll. Da steht unsere Reporterin Heike Kruse, und zwar seit Stunden. Sie hat die Kraft des Sturms total unterschätzt, sagt sie. Das ist nämlich ganz schön anstrengend, dagegen anzukämpfen. Heike, wie geht's dir da oben? Heike Kruse, Sie bleiben für uns da oben am Ball, halten sich wacker, alles Gute und lassen sich nicht wegwehen. Wie es weitergeht in ganz Deutschland, dazu jetzt Inge Niedeck, unsere ZDF-Wetterexpertin. Inge, der Orkan hat den Norden Deutschlands schon voll im Griff, haben wir gesehen. Herzlichen Dank, Inge Niedeck. Jetzt schnell ab mit Ihnen ins Warme. Und wir schauen jetzt mal nach ganz oben, auf den höchsten Berg im Norden Deutschlands, auf den Brocken. Mehr als 1000 Meter ist er hoch und klar, da oben weht es natürlich besonders heftig. Mitten in den Schneesturm hinein hat sich unser Reporter Wienand Wernicke gewagt. Er hat uns kurz vor der Sendung diese Grußbotschaft geschickt aus 1141 Metern Höhe. Puh, ja, mittlerweile ist unser Reporter übrigens wieder unten und in Sicherheit. Und auf der Hallig-Hooge, da stand heute Nachmittag Henna Hebestreit, die zweitgrößte der 10 Halligen im Wattenmeer und beinahe komplett unter Wasser. Vielen Dank, Henna Hebestreit. Ja, liebe Zuschauer, so ein Sturm, das ist schon eine heftige Naturgewalt, unberechenbar und lebensgefährlich im Extremfall. Und diese immense Kraft, die kann man nachstellen zu wissenschaftlichen Zwecken, in einem sogenannten Windkanal. Mein Kollege Dirk Steffens, der hat sich für uns in einen solchen Windkanal begeben, um mal am eigenen Leib zu erfahren, wie stark die Kraft eines Sturms sein kann. Ganz schön mutig. Wow. Ja, auch ganz schön wacker schlägt sich unsere Reporterin Heike Kruse. Sie steht allerdings im echten Wind am Deich, direkt an der Nordsee in Dagebüll. Wir haben eben schon mal hingeschaltet. Jetzt wollen wir noch mal schauen. Heike, wie geht's dir mittlerweile? Du stehst da schon den ganzen Tag. Und vor allem, wie geht es weiter? Herzlichen Dank, Heike Kruse, nach Dagebüll. Ja, liebe Zuschauer, heute um 19.20 Uhr gibt es im ZDF ein Spezial Sturmfront über Deutschland, direkt nach der Heute-Sendung. Ja, und heute, der 5. Dezember, jetzt reicht es mal ein bisschen mit Sturm. Vor 110 Jahren, am 5. Dezember, wurde ein Entertainer geboren, der fast ein Jahrhundert lang auf den Bühnen der Welt stand. Der charmante Johannes Heesters, Sie wissen schon, von wem ich spreche. Eine unfassbare Energie und eine liebevolle Frau an seiner Seite bis zum Schluss. Kurz nach seinem 108. Geburtstag starb er. Vor 2 Jahren war das.